herzlich willkommen zum schlimmsten Bad Hair Day des Jahres hier auf meinem Kanal. Sorry dafür, aber ja, ich wollte euch unbedingt dieses Video abdrehen. Ich wollte euch meine Beauty-Favoriten der letzten Wochen zeigen. Jetzt ist ja der Juni schon ein paar Tage alt und deshalb habe ich mir gedacht, Mensch, ich lasse es mir trotzdem nicht nehmen, dieses Video abzudrehen. Ihr wisst ja, dass ich immer so Probleme habe, Videos hochzuladen. Also es dauert ziemlich lange und noch dazu kam, dass wir in den letzten Tagen ja super viel unterwegs waren mit unserer Familie. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß das auch und deshalb hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht, dass das Video jetzt eben ein paar Tage später kommt. Ich habe ein paar ganz, ganz tolle Produkte dabei. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Vielleicht ist es eine kleine Inspiration für euch. Vielleicht denkt ihr euch, Mensch, das ein oder andere Produkt, das schaue ich mir doch mal näher an. Der Heidi gefällt es ganz gut, die kommt gut damit zurecht. Vielleicht ist es ja dann auch was für euch quasi. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich auf jeden Fall dieses Video, weil es sind ein paar ganz, ganz tolle Schätze dabei. Und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Wir legen los. Ganz viel Spaß beim Video. Ja, damit das Ganze ein bisschen Struktur hat, habe ich mir überlegt, dass wir von oben beginnen und uns langsam runterarbeiten. Deshalb fangen wir jetzt mit den Haaren an. Und da wisst ihr ja, dass ich meine Produkte gefunden habe. Ich bin da total zufrieden. Ihr könnt euch gerne mal mein Haarpflegeroutine-Video anschauen. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und da zeige ich euch meine Wella-Produkte. Also ich experimentiere äußerst ungern, weil ich einfach Angst habe, dass es meinen Haaren nicht gut tut. Und ja, deshalb bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Jetzt habe ich sie ja übers Wochenende leider sehr viel gestylt. Wir waren ja auf einer Taufe eingeladen. Da habe ich mir große Locken gemacht. Dann habe ich ja mit Haarspray gearbeitet und jetzt heute trotzen sie halt dem Ganzen. Sie sind jetzt ein bisschen, ja, sauer und deshalb sehen sie so strohig aus. Am Freitag habe ich jetzt einen neuen Friseurtermin, weil einfach wieder Pflege drauf muss und so weiter. Da nehme ich euch vielleicht mit der Kamera, mal schauen, was ich daraus mache. Aber ich habe ein neues Produkt für mich entdeckt und bin super doll zufrieden. Das werde ich nämlich heute Abend eben anwenden, weil sie eben jetzt so strohig sind. Und zwar ist es dieses Öl hier. Ich zeige es euch. Ihr könnt schon sehen, ich habe schon über die Hälfte verwendet und bin tatsächlich total begeistert. Heute Abend mache ich mir das dann großzügig drauf. Ich mache mir dann hier so seitlichen Zopf und lasse das über Nacht einwirken und morgen früh sind die dann richtig schön geschmeidig. Das geht natürlich bei meinen Haaren nur deshalb, weil sie wirklich sehr, sehr dick sind, sehr, sehr schwer und das auch vertragen. Wenn ihr jetzt natürlich dünnes Haar habt, so wie meine Schwester zum Beispiel, bei der muss ich total aufpassen mit dem Produkt, weil es sehr, sehr schnell fettig aussieht und das Ganze ja, noch schwerer macht. Bei ihr hier wirkt zum Beispiel dieses Produkt hier total gut. Das habe ich euch ja auch gezeigt. Das liebe ich eben auch über alles. Das ist eben mein Alternativprodukt, also dieses hier. Dieses Wella Luxe Oil SP. Ja, das mag ich halt total gerne, weil es von der Konsistenz her einfach viel, viel flüssiger ist. Also das ist viel dickflüssiger, würde ich jetzt mal so sagen. Also es ist tatsächlich so, dass es die Haare nochmal ein Stück weit beschwert. Wenn ich meine Haare frisch gewaschen habe, dann trage ich mir davon nur ein bisschen auf. Und zwar in die Längen und in die Spitzen. Also wie gesagt, niemals hier am Ansatz auftragen, weil da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Also ich liebe das wirklich total als eben Alternativprodukt zu meinem ja, Wella Luxe Oil. Das habe ich mir jetzt beim Haarshop bestellt. Die haben wirklich ganz, ganz tolle Produkte. Die haben alle möglichen ja, Firmen vertreten. Die haben ganz, ganz tolle Tools. Die sind auch preislich wirklich super angenehm. Also ich habe da Mods verglichen und habe immer wieder mal ein bisschen geschaut, habe ja, mich schlau gemacht und ja, damit bin ich am besten gefahren eben beim Hagelshop. Ich denke, ihr kennt alle den Shop, also es ist ein ganz, ganz toller Online-Shop. Ich bin da super zufrieden. Das ist jetzt nicht das einzige Produkt, das ich mir dort bestellt habe. Ich kann euch sehr, sehr gerne den Shop mal unten in die Infobox verlinken, da könnt ihr mal vorbeischauen und das ist jetzt mein erstes ja, Beauty-Produkt, was ich euch zeigen wollte. Wir machen mal mit den Augenbrauen weiter und wie soll es auch anders sein? Auch ich bin dem Hype quasi ja, verfallen, was die Produkte der Anastasia Beverly Hills betrifft. Und zwar habe ich mir den Brow Wiz in der Farbe Dark Brown bestellt. Ich bin total begeistert, ich liebe ihn und verwende ihn wirklich tagtäglich. Es ist genau die Farbe, die ich brauche für meine Augenbrauen, weil ich mag das nämlich nicht, wenn es dann so ja, arg nachgezeichnet aussieht. Also das heißt, ich zeichne mir nur leicht die Härchen nach, fülle das auf. Hier hinten ist ja noch ein ja, kleines Bürstchen mit dabei. Das heißt, man kann es dann super gut verblenden. Das verwende ich auch, wenn ich meine Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills verwende. Da gehe ich mit dem Bürstchen auch nochmal ja, hinterher so leicht dran, damit ich das eben verblenden kann. Wie gesagt, das Produkt an sich, das hält bei mir jetzt wirklich schon eine ganze Weile. Also ich verwende den seit Wochen.
kann jetzt nicht verstehen, warum viele sagen, dass es sehr, sehr schnell aufgebraucht wird. Vielleicht eben auch, weil ich nur leicht mit dran gehe und das Ganze leicht auffülle. Das kann natürlich auch sein, aber ich würde ihn mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn er dann leer ist. Ich wäre natürlich sehr, sehr traurig, weil er sehr teuer ist. Also es ist im High-End-Bereich, leider. Müsste man halt wieder drauf sparen, warum nicht? Oder als Geburtstagsgeschenk sich quasi wünschen. Also ich liebe das Produkt über alles und das habe ich wirklich in den letzten Wochen tagtäglich verwendet. Ja, dann machen wir doch direkt mal mit den Augen weiter. Und zwar habe ich da wirklich ausschließlich in den letzten Wochen eine Palette verwendet. Und zwar ist es diese hier, die L'Oréal La Palette Nude. Die ist ja jetzt neu rausgekommen. Die hatte ich bei DM entdeckt und war total begeistert. Ich stand davor und dachte mir noch so, wow, was für coole Farben. Allerdings war sie mir für 19,95 € doch relativ teuer für ein Drogerieprodukt, zumal ich ja wirklich einige Paletten habe. Aber dann wurde sie mir von L'Oréal zugeschickt und ich habe mich total gefreut. Ich habe das Paket ausgepackt und ich bin im Dreieck gesprungen, weil ich eben auch schon davor stand und sie eigentlich kaufen wollte. Und ich bin total begeistert von den Farben. Das ist genau meins. Also ich liebe, liebe, liebe diese Palette. Ihr könnt schon sehen, das sind richtig schöne Erdtöne. Hier ist nochmal so ein kleines Pinselchen mit dabei, wie ihr sehen könnt. Ich hole ihn mal raus. Und zwar hat er hier zum einen einen Applikator und hier zum anderen noch so ein kleines Pinselchen, was ich aber nicht verwende, weil ich verwende einfach meine Pinsel, die ich so habe. Und ich liebe die Palette. Also die hat wunderschöne Nude-Farben auch mit dabei, matte Farben. Dann hat sie hochpigmentierte Farben auch dabei. Also manche sind auch nicht ganz so pigmentiert. Die verwende ich dann eben in der Crease, damit es schön zum Verblenden quasi geeignet ist. Und ich bin heute auch damit geschminkt. Also die letzten Wochen wirklich, wie gesagt, ausschließlich. Auch zur Taufe hatte ich die dabei. Mit in der Schweiz, mit am Bodensee. Da waren wir ja ein paar Tage an Pfingsten. Einfach nur eine Palette in meinem Schminkköfferchen. Das reicht mir und ich musste auch nicht sonderlich viel mitnehmen, denn allein mit dieser Palette hier kann man wunderschöne Amus zaubern, ganz schlichte oder auch dramatische, und ich bin total begeistert. Ich liebe diese Palette auch von der Aufmachung her, und deshalb musste ich sie euch zeigen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Produkt von L'Oréal, und zwar habe ich euch da auch zwei Stück von verlost. Die wurden mir netterweise eben auch von L'Oréal zur Verfügung gestellt. Dafür möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Und diese Mascara habe ich ausschließlich verwendet, tatsächlich. Also ich bin ja so ein kleines Mascara-Opfer, das wisst ihr auch, dass ich da sehr, sehr eigen bin und sehr viele schon ausprobiert habe, aber an der hier jetzt wirklich hängen geblieben bin. Also ich werde auch ganz, ganz oft darauf angesprochen, wenn ich arbeiten bin, beziehungsweise wenn ich in der Stadt bin, einkaufen und so weiter. Heute wurde ich auch wieder drauf angesprochen, weil sie einfach einen wahnsinnigen Schwung macht. Die verdichtet die Wimpern und sie sehen einfach mega aus. Also als hättet ihr falsche Wimpern. Und wahrscheinlich heißt sie deswegen auch so. Sie heißt False Lash Superstar Mascara. Sie hat zwei Produkte in einem. Also ihr habt quasi eine Base, eine weiße Base, diese hier. Und zwar tragt ihr die euch zuerst auf. Also ich mache so, dass ich mir ein Auge damit tusche und dann das andere. Das trocknet dann quasi leicht schon an. Also ihr dürft da nicht zu lange warten. Dann tusche ich mir die andere Wimpern quasi und dann gehe ich eben mit dem schwarzen Produkt dann quasi über dieses Weiße, und das ist wirklich der Wahnsinn. Also ihr habt danach einen Augenaufschlag. Die Wimpern, die stoßen bei mir schon hier oben an, beziehungsweise wenn ich meine Brille aufsetze, habe ich damit schon echt Probleme, weil die Wimpern vorne an die Brille kommen und das ist so ein bisschen störend. Also das muss ich schon sagen, und die Brille die ganze Zeit so weit vorne zu tragen, ist natürlich auch doof. Aber ein absoluter Favorit von mir, dieses Produkt. Ich liebe es, ich kann es euch nur weiterempfehlen. Es ist für mich ein absolutes Nachkaufprodukt mit, 10 € oder 11 €, nicht gerade günstig für eine Mascara, aber ihr habt euch quasi die falschen Wimpern gespart. Also, wenn ihr irgendwas Schönes vorhabt, wenn ihr auf einen Geburtstag eingeladen seid oder jemanden besucht, keine Ahnung, wenn ihr einfach mal ganz, ganz tolle Wimpern haben wollt, dann ist das auf jeden Fall das richtige Produkt. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den Lippen. Und zwar habe ich in den letzten Wochen wirklich tagtäglich einen Lipgloss aufgetragen. Heute auch. Ihr könnt ihn schon erkennen. Und zwar ist es dieser hier von NYX.
NYX Megashine Lipgloss. Den habe ich geschenkt bekommen von der lieben Mayra. Ja, woher weiß sie nur, dass ich Lipgloss liebe? Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, dass ich eine kleine Lipgloss-Queen bin und ja, schon sehr, sehr viele ausgetestet habe, beziehungsweise mich da immer noch so ein bisschen durchteste, aber auch schon meine Lieblinge gefunden habe. Aber der hier gehört jetzt auch zu meinen Lieblingen. Und zwar ist es zum einen so, dass er einen super tollen Applikator hat, der so ein bisschen abgeschrägt ist. Das heißt, es vereinfacht das Auftragen, wobei ich da eh nichts kenne, egal wo ich bin, ich trage mir Lipgloss auf oder Lippenstift. Also ich bin da jetzt keine, die ja, stundenlang vor dem Spiegel steht und sich einen Lippenstift auftragen möchte. Die Zeit habe ich nicht, bei mir muss das rucki zucki gehen und der gehört definitiv dazu. Zum anderen duftet er unheimlich gut, also dieser Geruch, der ist unglaublich. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen gut riechenden Lipgloss gehabt. Bis auf meine Manhattan, mein Sweet and Tasty, das wisst ihr ja aber auch. Aber der hier, der ja, reiht sich dem schon sehr, sehr nahe an. Und zwar nennt er sich African Queen 115. Also wenn ihr auf Pink steht, wenn ihr für Pink zu haben seid, so wie ich, dann schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Herzlichen Dank nochmal an dich, liebe Mayra, dass du ihn mir geschenkt hast. Ich liebe den, ich habe den immer in meiner Handtasche. Und wie gesagt, ich habe den in den letzten Wochen immer getragen und ja, werde das mit Sicherheit auch noch weiterhin tun. Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die Magenregion, was unser Wohlbefinden betrifft. Und da dürfte ich einen Tee testen, und zwar diesen hier von Fitti, den Body Detox 28 Tage Tee. Und ja, meine ganze Küche duftet danach. Es ist unglaublich lecker, dieser Duft. Ich brühe mir den jeden Morgen auf. Das ist quasi zum Ritual geworden. Seit einigen Wochen verwende ich den und er ist tatsächlich total lecker. Und deshalb wollte ich ihn euch auf jeden Fall mal zeigen. Auf der Internetseite wird so einiges versprochen, und zwar zum einen entschlackt und entgiftet es den Körper, es regt den Stoffwechsel an, es fördert die Fettverbrennung und es stärkt das Immunsystem. Das kann ich jetzt so alles noch nicht unterschreiben. Ich werde euch da auf jeden Fall noch eine gesonderte Review quasi drüber machen und euch darüber berichten. Denn ja, ich finde, sowas muss man immer auf Dauer sehen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, weil ich den Tee 5-mal getrunken habe, dass es meinem Immunsystem besser geht, weil ich einfach finde, dass es ganz viele Faktoren sind, die da mit einspielen. Also ja, zum einen natürlich die Ernährung an sich, dann ganz viel Stress, den man vielleicht so im Alltag hat und so weiter. Ja, die Umwelt, das Wetter und so. Also ja, ich bin da bei sowas immer sehr, sehr vorsichtig, aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall drauf, dass ich es testen darf. Sie haben wahnsinnig tolle ja, Rezepte auf der Internetseite, die kostenlos sind. Da habe ich schon einiges mir an Inspirationen geholt. Da war ich schon so ein bisschen am Rumstöbern quasi. Die Internetseite kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Keine Sorge, ich verdiene damit kein Geld. Ich wollte es euch einfach nur mal ja, zeigen, weil ich die Rezepte wirklich ganz, ganz toll finde. Und zum anderen wollte ich euch dieses Tee-Ei hier zeigen, das mit dabei war. Ich bin total verliebt. Schaut euch mal bitte an, wie goldig das aussieht. Also so macht das Tee trinken auf jeden Fall sehr viel Spaß. Da ist noch so ein kleines Tellerchen mit dabei, da könnt ihr dann das Tee-Ei drauf abstellen. Und es ist auf jeden Fall 10.000 Mal schöner als so ein ja, Teebeutel, den man dann irgendwie zusammenknüllt und in den Müll wirft. Und ja, ich bin total gespannt, wie das jetzt weiterhin bei mir wirkt. Ich wollte es euch mal zeigen und euch den Tee vorstellen, weil er wirklich lecker ist. Also wenn ihr genauso teebegeistert seid wie ich, dann schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Und jetzt kommen wir zum nächsten Produkt. Wir machen mal mit den Füßen weiter, und ja, der Sommer ist natürlich da, dann wollen wir Flipflops tragen, wir tragen High Heels, wir zeigen einfach unsere Füße. Und ich habe noch nie Probleme mit Hornhaut gehabt und habe mich deshalb mit dem Thema nicht so arg beschäftigt. Dann war ich ja beim Fed und Scholl Event, worüber ich natürlich sehr, sehr dankbar war. Da habe ich die Produkte näher kennengelernt und ich kann euch sagen, dass ich meinen ja, Express Pedi nicht mehr missen möchte. Seitdem habe ich ihn nämlich in Verwendung und bin total froh. Meine Füße sehen jetzt noch schöner aus als vorher. Ich finde das Teil einfach total genial. Ich genieße es total, meine Füße jetzt zu pflegen, weil ich da, wie gesagt, vorher nicht so viel Wert drauf gelegt habe. Ich habe mir eben nur schön vorne die Nägel gemacht, habe sie ablackiert, wieder neu lackiert, aber hinten habe ich relativ wenig gemacht. Aber wie gesagt, ich hatte da auch wirklich keine so großen Probleme. Ja, ich mache es dann immer so, dass ich mir eine kleine Wanne abends vorm Fernseher quasi zurecht mache. Ich gehe dann aufs Sofa, stelle mir meine Wanne vor mich und ja, pack meine Füße da schön rein und entspannen. Da mache ich mir immer meinen Velvet Smooth rein. Ja, dieses verwöhnendes Fußbad, das riecht auch unheimlich gut. Hinten steht die Anleitung, wie viel ihr reinpacken müsst.
Und genau, dann pflege ich einfach meine Füße. Und das wollte ich euch einfach auch nochmal auf dem Weg mitgeben, dass es total wichtig ist, dass ich das jetzt so für mich eben kennengelernt habe. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, das Teil ist mir so ein bisschen zu teuer, ihr könnt diese Spulen hier vorne auch noch wechseln. Das heißt, ja, ihr könnt euch ein neues kaufen und das kann dann euer Mann verwenden oder eure Mutter, eure Schwester, wer auch immer. Also total ideal, ihr müsst euch nicht das ganze Teil nochmal kaufen. Das ist batteriebetrieben, total easy. Wenn ihr zu fest zum Beispiel aufdrückt, ja, dann stoppt das Ganze, weil es dann einfach sagt, hier, hallo, mach mal nicht so fest und übertreibt es bitte nicht. Denn ja, der Fuß, der hat da quasi einen Selbstschutz, er produziert dann quasi das wieder nach, was ihr wieder weggeschubbert habt. Also wie gesagt, seid da total vorsichtig, so mache ich es auch, nur ganz leicht. Was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe, ich habe noch eine andere Spule. Ich habe bei meinen Kindern, die haben nämlich hier Hornhaut, weil die ja super viel Fahrrad fahren und Stunts machen und mit ihrem Motto Trial. Und ja, da sieht es hier so ein bisschen unschön aus. Es schmerzt auch ein bisschen und da kann man auch ganz leicht drüber gehen und es hat sich schon einiges gebessert. Ich creme das natürlich dann auch nochmal ein. Genauso wie ich meine Füße dann nochmal eincreme. Und zwar habe ich da zwei Produkte. Zum einen ja diese Nachtcreme hier, diese Velvet Smooth Nachtcreme eben, die intensive Nachtcreme, und zwar ist es bei der hier so, dass die wahnsinnig schnell einzieht. Also ich mache mir das immer abends drauf, bevor ich dann ins Bett gehe, nach dem Duschen sozusagen, und das ist total angenehm. Also früh morgens sind meine Füße ganz, ganz weich und ich mag sie einfach super gerne jetzt im Moment. Und ich habe noch diese ja, Feuchtigkeitspflege, die trage ich mir eben auf, nachdem ich mit diesem Gerät hier dran war und sie dann eben eingeweicht hatte vorher. Und es ist total angenehm. Also da bei der Creme ist es zum Beispiel auch so, dass ich nicht super lange warten muss, bis sie eingezogen ist. Weil das kann ich überhaupt nicht leiden, also bei gar keinen Produkten, weder fürs Gesicht, für die Haut, für die Haare, wo auch immer. Also wenn das super lange braucht, da habe ich keine Geduld. Bei Nagellack sowieso, da kennt ihr mich ja, das muss schnell gehen bei mir. Und ja, deshalb mag ich diese Feuchtigkeitspflege auch total gerne. Ja, und meine Lieben, das war es jetzt soweit von meiner Seite, von meinen Produkten. Vielleicht war ja ein bisschen was dabei. Lasst mir super gerne Feedback da. Vielleicht kennt ihr ja das eine oder andere oder vielleicht sagt ihr, das schaue ich mir jetzt auch mal an. Dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Sorry nochmal für meine Haare. Wie gesagt, am Freitag geht es zum Friseur. Ich hoffe trotzdem, dass euch mein Video ein bisschen gefallen hat. Und ja, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!